Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und ich sitze hier im sonnigen Neuseeland, ganz genau gesagt in Auckland und habe mir was ganz Besonderes vorbereitet und vorgestellt. Habe ich ja bereits euch schon das Unboxing des Huawei Mate 30 Pro und diesmal möchte ich mich ein wenig mit den Kamerasystemen beschäftigen. Ihr seht hier, es hat vier Kameralinsen drauf. Zwei davon sind 40 Megapixel Kameralinsen und eine ist eine 8 Megapixel Telefotolinse und eine ist nur für die Tiefeninformation zuständig, also ein sogenannter TOF, Time of Light Camera. Und nicht nur das ist eine Besonderheit, so ein bisschen was, denn diese 240 Megapixel Sensoren sind besonders große Sensoren, fast 1 Zoll Sensoren, also 1,2 oder 1,45 Zoll Sensoren, beide. Irgendwie, also eine etwas größer, etwas kleiner, aber es sind fast 1 Zoll Sensoren. Also das, was man in kompakten Kameras schon findet, wie beispielsweise eine Sony RX100, die sind also etwas größer, aber trotzdem ist das schon sehr beeindruckend, was dort reingebaut worden ist. Optische Bildstabilisierung haben natürlich die Telefoto und die Weitwinkellinse. Die Superweitwinkellinse hat, glaube ich, meines Wissens nach keinen optischen Bildstabilisator. Aber das ist nicht nur die einzige Besonderheit, daneben gibt es natürlich auch noch hier den typischen Blitz, LED-Blitz, sondern auch natürlich die Kameras vorne, da seht ihr drei Öffnungen und diese drei Öffnungen sind nicht drei Kameras, sondern das sind im Grunde genommen eine 32 Megapixel Kamera und die anderen zwei sind für 3D-Tiefeninformationen zuständig, das heißt fürs Fokussieren, aber auch für das Entsperren per Gesicht, das heißt, wenn ich das Gerät jetzt so hochhebe, werde ich jetzt nicht sehen, aber es entsperrt dann direkt mein Gesicht, weil es halt die Geste erkennt zum Hochheben und dann mein Gesicht scannt und sieht, ah, das ist der perfekte Typ und dann entsperrt. Hier seht ihr dann, wie das aussieht, wenn es nicht entsperrt. Wenn ich jetzt das da dran halte, entsperrt es. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich das auch nicht hochheben möchte, sondern einfach nur drauf drücke, ist es eigentlich direkt schon entsperrt. Ich sehe gar nicht den Entsperrbildschirm, was natürlich eine tolle Geschichte ist. Manchmal teilweise dann doch schon jetzt in dieser Hintergrundbeleuchtung. Ihr seht dann nur die Sonne im Hintergrund hier. Ich hoffe, dass meine Kamera das hier einigermaßen gut aufnimmt. Ist es natürlich so, dass da so ein bisschen was dann doch an Problemen eventuell passieren kann. Aber dafür gibt es dann noch den Fingerabdrucksensor, der dann immer zuverlässig funktioniert. Soweit und so gut. Aber diesmal soll es ja um die Kameras gehen und da wollen wir uns dann auch ein bisschen wenig umschauen, ein paar Fotos uns anschauen und analysieren und natürlich ein paar Videos auch analysieren. Für diejenigen, die es nicht wissen, das Unboxing-Video, zumindest den Anfangspart, den ich gedreht habe, den habe ich hier bereits schon mit dem Mate 30 Pro gedreht. Da könnt ihr also auch mal reinschauen und werdet dann sehen, ja, wie gut die Qualität denn so ist in dem Einkaufszentrum, wo ich das halt angeboxt habe in Chongqing, China. Diesmal hier aber in Neuseeland, sonniges Neuseeland. Ihr werdet merken, es ist hier Frühling. So, und jetzt mal eine Frontaufnahme mit dem Huawei Mate 30. Ich laufe hier gerade durch den Albert Park, wie er wohl ausgesprochen wird, in Auckland, Neuseeland. Und hinter mir seht ihr, das ist der Platz, wo ich die erste Aufnahme gemacht habe, da irgendwo. Und ja, das ist hier ganz nah an der Universität zu Auckland oder von Auckland. Und hier gibt es natürlich einige interessante Sachen zu sehen. Zum einen kann ich euch vielleicht mal zeigen, im Hintergrund sieht man das Palmen. Tatsächlich Palmen zu sehen hier. Zum anderen natürlich ist der Park auch ausgestattet mit einigen Sehenswürdigkeiten, die ich natürlich auch fotografiert habe. Und dafür möchte ich euch einige zeigen, ein paar Statuen und andere Geschichten. Und eines der Hauptattraktionen hier ist zum Beispiel ein Springbrunnen in der Mitte des Parkes. Und da habe ich mal ein paar Slow-Motion-Aufnahmen auch gemacht. Unter anderem gibt es aber dann natürlich neben dieser Geschichte weiter hinten auch noch Queen Victoria, eine Statue von Queen Victoria von Großbritannien. Für die Leute, die es nicht wissen, Neuseeland ist Teil des Commonwealth und damit halt auch Teil des britischen Königshauses. Das heißt im Grunde genommen auch, dass das Staatsoberhaupt hier die britische Königin ist, also Königin Elisabeth.
Und dieser Park hier, Albert Park, hat eben dann auch natürlich viele britische Generäle, Statuen von Generälen und anderen Geschichten, die ihr natürlich auf den Fotos auch sehen könnt, die ich dann hier ab und zu noch einblenden werde. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Und eine Geschichte, die ich euch auch zeigen kann, die habe ich auch fotografiert mehrmals. Da sieht man es hier im Hintergrund, ist der sogenannte Sky Tower. Der ermöglicht euch einen Rundumblick über Auckland zu machen. Auckland ist gar nicht mal so groß, hat schon ein paar Millionen Einwohner, ist allerdings nicht eine riesengroße Stadt. Ich muss mir vorstellen, Neuseeland ist eine kleine Insel. Und da ist natürlich Auckland hier als eine der größten Städte im Norden, eine der Städte, die das beste Klima hat. So, deshalb seht ihr mich ja auch mit Sonnenbrille und eben einem richtig tollen sonnigen Wetter, über 20 Grad, wie gesagt. Und meistens bleibt es auch bei diesen Temperaturen. Und selbst weil es auf der Südhalbkugel ist, haben wir natürlich im November und Dezember hier Frühling bzw. Sommer. Und Januar, Februar auch noch Sommer. Und dann im März so geht das so rüber in den Herbst. Und dann wird es ein bisschen was kühler hier, aber die Temperaturen bleiben so, ja, angenehme 10 Grad, über 15 Grad wird es dann weniger, aber ja, bleibt dann angenehm warm hier. Das ist einer der größeren Vorteile, dass man alles so noch sehen kann hier in Neuseeland. Und ein paar hübsche Geschichten, Anekdoten, wie beispielsweise die Ampelanlagen, die einem natürlich mit einem ganz normalen, dezenten Piepton darauf hinweisen, dass man gerade den Knopf gedrückt hat. Das übrigens vorbildlich gelöst ist und fast jede Ampel in der Stadt zu finden ist. Ein Knopf, wo er drauf drücken könnte. Und dann gibt es halt eben dieses Beepen, gerade für die Leute, die Probleme im Sehen haben. Aber dann auch eben diesen Cyberton haben, wenn eben die Ampel grün wird. Also das ist eine schöne Geschichte. Und ja, das ist jetzt die Frontkamera, wie gesagt. Die wird wahrscheinlich nicht ultra stabil sein. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Selfie-Stick, der das Ganze stabilisieren sollte. Aber ja, müssen wir mal schauen. Und ihr könnt natürlich Feedback unterlassen, alles unten im Kommentarbereich posten und machen wir weiter mit anderen Fotos. So, und jetzt mal eine Aufnahme mit der rückwärtigen Kamera. Die sollte stabilisiert sein, zumindest elektronisch, ist die super weite Winkelkamera des Mate 30 Pro. Und ich laufe jetzt hier weiterhin durch den Park und begebe mich zum Ausgang und schaue mich dann noch um, was es sonst so gibt. Ich erzähle euch was über die Qualität des Videos. Wir können mit der hinteren Kamera, mit der super Weitwinkelkamera und natürlich auch mit der normalen super sensigen Kamera in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde Videoaufnahmen machen. Mit der Frontkamera hingegen nur Full HD Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde oder dieses komische, was sind's, 19:9 Format oder sowas, dieses Vollbildformat, so wird das hier genannt bei Huawei. Kann man eben auch im 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und natürlich kann man das auch benutzen für die hinteren Kameras. Das Tolle an der Geschichte ist, ich kann die Kameras durchschalten, also auf der hinteren, auf der Rückseite, die lassen sich ganz einfach durchschalten zwischen Superweitwinkel, einfach Tele
Zoom ohne großartige Probleme. Ich kann aber auch diesen Zoom-Slider benutzen, einfach den Plus-Button drücken, um langsam rein zu zoomen, oder halt eben den Zoom-Slider benutzen, um direkt das entsprechende Objektiv auswählen zu können. Da wird sicherlich in Sachen Software noch ein bisschen was weitergearbeitet. Könnt ihr mir vorstellen, dass man das so macht wie bei LG, dass man da die Möglichkeit hat zu sagen, okay, das ist jetzt mein Zoom-Bereich, den ich haben möchte, und ich drücke einfach einen Play-Taste oder sowas und dann wird automatisch hineingezoomt, sehr weich, eine Kamerafahrt quasi simuliert, mit Hilfe eben der drei Objektive, die man dazu benutzt, plus halt eben dem tiefen Informationssensor, der natürlich dann auch noch weiter wunderbar Tiefeninformationen bringen kann. Das also so ein bisschen zu den Video-Fertigkeiten. Ihr werdet auch sehen, Dynamic Range, High Dynamic Range Videos und so weiter, alles gar kein Problem. Von der Bildstabilisierung ist, glaube ich, die hintere Kamera deutlich besser. Optische Bildstabilisatoren zusammen mit dem elektronischen, der sogenannte AI-Bildstabilisator, der funktioniert hier richtig gut. Und das sieht man auf jeden Fall auf der rückwärtigen Kamera deutlich. Und auch fürs Vlogging. Ich muss jetzt gar nicht hier einen Bildschirm haben, um vernünftig Vlogging betreiben zu können, sondern das ist wunderbar mit der Superweitwinkelkamera ohne Probleme möglich. So, eine Sache noch, die ich bei Video vergessen habe. Wie nehme ich das Ganze auf? Per Ton. Weil ihr wollt natürlich nicht nur Störgeräusche hören, sondern meine Stimme auch hören. Ich habe dazu ein kleines Lavalier-Mikrofon, das einen Klinkenanschluss hat, angeschlossen an einen USB-Typ-C-Adapter auf Klinke. Der wird meines Wissens auch mitgeliefert beim Huawei Mate 30 Pro. Ansonsten könnt ihr einfach einen handelsüblichen Klinken zu USB-Typ-C-Adapter benutzen. Ihr müsst ein bisschen was aufpassen, dass er auch funktioniert. Also mal ausprobieren an eurem Smartphone sollte sicherlich kein Problem sein. Und das ist jetzt so ein spezielles Mikrofon, das gedacht ist für Smartphones und für Smartphone-Aufnahmen. Ihr werdet gemerkt haben, dass eventuell, ich habe das gleiche Mikrofon auch benutzt bei der anderen Aufnahme, wo ich euch das Mate 30 Pro gezeigt habe, dass die Ansteuerung des Mikrofons beim Mate 30 Pro deutlich empfindlicher ist als bei dem Sony-Smartphone, was ich vorher benutzt habe. Das ist einfach daran liegt, dass da einfach keine Konfigurationsmöglichkeiten bestehen und ich das Ganze mit Open Camera aufgenommen habe. Und ja, dieses Mikrofon hier auf dem Mate 30 Pro deutlich besser, lauter zu hören ist und ich da keine Nachbearbeitung machen muss wie beim Sony, wo ich die Regler doch nochmal aufschrauben muss. Und bei Open Camera habe ich zumindest keine Möglichkeit gefunden, die Lautstärke für eben das Mikrofon einstellen zu können. Und bei der Huawei App, da kann man, glaube ich, noch nicht mal auswählen, was für ein Sound Source da genutzt werden soll, sondern der benutzt einfach den Standard-Mikrofon, was entweder eingebaut ist oder halt eben das, was ich hier gerade angeschlossen habe. Also immer das, was als Standardquelle drin ist. Das sollte Sony vielleicht auch mal machen. Wäre eine tolle Geschichte, da muss man nicht mit Open Camera rumärgern und rumschlagen. So, das also zur Audiogeschichte. Wenn ihr da was aufnehmen wollt, gehört ja auch so ein bisschen was zur Kamera dazu und auch zu Videos heutzutage.